Auch im Jahr 2021 soll es natürlich wieder um das Project Tenpen gehen, denn nur kaufen und nicht aufbrauchen ist nicht so eine gute Sache. Ne? Also man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass das, was man kauft, auch aufbraucht. Das ist nachhaltig. Und man muss eben die Produkte, die man verwendet, gezielt aussuchen. Dann passiert eigentlich grundsätzlich nichts. Ich zeige euch heute wieder 10 Produkte. Es sind alte Bekannte aus dem Jahr 2020 wieder dabei. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Und ich zeige euch heute wieder 10 Produkte, die ich mit euch zusammen aufbrauchen werde. Einmal im Monat einfach ein Update zeige, so wie das bei mir gerade im Moment aussieht. Ich wiege meine Sachen ab. Das ist einfach die einfachste Methode. Ne? Also vorher, nachher, einfach so ein Vergleich. Den zeige ich euch. Es gibt ein paar Sachen, die habe ich noch aus dem alten Jahr. Das sind 1, 2, 3, 4, 6. 6 Stück. 4 habe ich aufgebraucht tatsächlich. Also ich war echt richtig baff. Über das Jahr hinweg sind viele Sachen weggegangen. Ich würde einfach mal mit der ersten Sache anfangen und das ist von Larif ein Parfum und zwar In Flames. Habe ich schon auf dem Kanal vorgestellt. Ist noch mega voll. Sprich, das wird eine Weile erstmal gehen, bis das wieder leer ist. Also, das ist wirklich noch relativ voll. Das andere habe ich tatsächlich komplett aufgebraucht. Ich habe 248 Gramm. Aufgeschrieben ist natürlich ein sehr schwerer Flakon. Und ich kann euch wirklich empfehlen, so Parfums immer grundsätzlich im Karton zu lassen. Hat mit dem Licht zu tun. Wenn du deine Parfums an einem Ort aufbewahrst, wo nicht viel Licht hinkommt, Licht ist immer der Killer für Duftstoffe. Na, also. Und besonders wenn man so ein günstiges Parfum hat, ist das halt immer so eine Sache. Dann haben wir das Balea Trockenshampoo. Ich habe mir jetzt ja ein Trockenshampoo vom Unverpacktladen gekauft. Und brauche die im Grunde nicht mehr. Ich habe mir aber trotzdem damals eine ganze Dose noch gekauft, bevor ich das aus dem Unverpacktladen hatte. Und das sind 178 Gramm. Ich habe es noch nicht angerührt, noch nicht ein einziges Mal, weil ich bequem bin. Ich bin halt gerade immer das aus dem Unverpacktladen verwende. Aber das kriege ich schon auch noch weg. Dann haben wir die No-Lippen-Pflege. Mache ich mir gerade mal ein bisschen drauf, weil durch die scheiß Masken habe ich so trockene Lippen. Na? Komm raus. So. Das ist eher so eine Lippenpflege, die nicht so nachfettet, die mehr in die Tiefe geht. Peptid-Lippenpflege. Und ich habe tatsächlich 1 Gramm verbraucht. Das war jetzt über 17 Gramm, jetzt sind es 16 Gramm. Im Moment verwende ich die halt echt übermäßig viel. Also sollte ich auch nicht zu viel machen. Aber durch das Maske tragen habe ich so trockene Lippen, das ist brutal. Dann geht es weiter mit dem Alverde Deo. Da bin ich, glaube ich, echt froh, wenn das weg ist. Also Alverde hat ein neues Deo für Frauen rausgebracht mit einer neuen Formulierung. Die kam nicht so gut an, zumal auch der Geruch schwierig ist. Na, also das riecht jetzt extrem nach Alkohol und diese Bergamotte-Geschichte, die passt halt einfach nicht. Es ist schon echt viel raus. Bin ich ganz froh, wenn das mal weg ist. Vorher waren es 41 Gramm, jetzt sind es 28 Gramm. Also da ist ein bisschen was weggegangen. Dann haben wir das Rosenwasser, was ich nicht einmal verwendet habe. In 2 Flaschen. Ich weiß gerade nicht, wie ich das einsetzen soll. Überhaupt nicht. Ich habe im Moment so lange Haare, dass das mit den Locken nicht mehr funktioniert. Ich habe es eine Zeit lang für die Haare immer verwendet. Jetzt nutze ich es gerade halt gar nicht mehr. Bin ganz froh, wenn ich irgendwie die Flasche leer bekomme. Also wie schon gesagt, zweimal 295 Gramm. Jetzt kommt meine neue Sonnencreme. Und Sonnencreme nehme ich in dieses Programm auf, weil ich einfach auch gucken möchte,
ob ich genug Sonnencreme verwende. Die kannst du schichten. Sprich, ich habe nicht mal die Ausrede, ah, ist zu fettig, ah, weißelt. Nee, ich muss eigentlich genügend auftragen. Also genügend wäre 1 Gramm pro Tag auf dem Gesicht. Klingt nach viel. Aber das so soll es eigentlich sein. Und da kontrolliere ich mich so ein bisschen. Wir haben 211 Gramm. Ich bin gespannt. Ne? Also es kommt auch hin mit dem Inhalt. 200 Milliliter Verpackung kommt schon hin. Ja. Dann haben wir das Squalan. Das Squalan verwende ich inzwischen für den ganzen Körper. Das ist echt nicht schlecht. Würde ich mir auch so nochmal nachkaufen, wenn ich nicht Bock hätte, ein anderes Öl mal wieder zu verwenden. So reine Öle sind eine tolle Sache, aber man muss sie halt auch aufbrauchen. Wenn es dir ranzig wird, dann hast du erstens nichts gespart. Zweitens ist es natürlich für die Haut auch nicht gut. Ne? Also sobald was anders riecht, nicht mehr verwenden. Squalan hatte vorher 140 Gramm, jetzt haben wir 116 Gramm. Da ist wirklich nicht mehr viel drin. Verwende ich eigentlich gar nicht fürs Gesicht, weil fürs Gesicht habe ich gerade im Moment genug Sachen. Das Shampoo aus der Apotheke hatte ich, glaube ich, einmal verwendet jetzt zwischendrin. Habe ich letztes Jahr im Januar gekauft, also ist jetzt 1 Jahr alt. Und das waren vorher 88 Gramm, jetzt sind es 77, also es ist fast leer. Ich denke, beim nächsten Mal Project Tenpen sehen wir es schon nicht mehr. Dann haben wir die Face Theory Augencreme, wo ich immer Angst hatte, ich krieg die nicht aufgebraucht. Jetzt guckt euch das mal an. Ist halt mal fast leer jetzt. Da ist nur wirklich nur noch vorne was drin. Die war mega gut. Da kann ich mir auch echt vorstellen, die nochmal nachzukaufen. Aber ich habe halt gerade eine von Alverde, die ich für euch teste. Die ist auch gut. Die ist halt noch einen Tacken besser. Ich meine, die kostet auch mehr und hat halt wesentlich bessere Inhaltsstoffe. Und ist ein bisschen gnädiger zu meinen Augen, weil ich habe der. Ich sag blau, es ist falsch, ne? Also, das wird wahrscheinlich mit den Lymphen zu tun haben. Da habe ich manchmal so wie ein blauer Fleck, der abgeklungen ist und nur noch ganz leicht da ist. Sowas habe ich oft unter den Augen. So ein leicht grünlicher Schatten. Und da hilft es ganz gut. Und die Augencreme war vorher 24 Gramm, jetzt haben wir nur noch 11 Gramm. Das ist echt nicht mal viel am Start. Dann haben wir als letztes Produkt, das ist auch neu mit dabei, mit 44 Gramm, das Shampoo von Balea. Und das werde ich zum Duschen verwenden, weil ich einfach, wie gesagt, für euch und für mich natürlich auch diese Reihe, diese feste Shampoo-Reihe natürlich fortführen werde. Und da teste ich gerade schon wieder andere und ich komme halt nicht so richtig dazu, die aufzubrauchen. Und dann nehme ich es meistens immer zum Duschen, hat mich eine liebe Abonnentin daran erinnert, dass das halt auch ohne weiteres geht. Und vom Geruch her ist es halt echt, riecht nach sauber, finde ich. Also hat vorher nach Vanille gerochen und danach riecht es nicht mehr. Und wir haben 44 Gramm da dafür. Jo, das waren meine 10 Produkte. Bei dem Parfüm bin ich echt wieder gespannt, wie schnell ich das leer bekommen werde. Weil ich schon festgestellt habe, da hat sich der Duft so ein bisschen verändert. Sprich, es steht schon wieder eine Weile rum. Und qualitativ sind die halt einfach auch nicht so mega gut. Kennt ihr Larif? Könnt ihr gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin mir wirklich am Überlegen, ob ich mir dann nochmal irgendwie ein anderes holen soll oder so. Weil ich finde die Parfums echt schwierig. Das war jetzt das dritte von der Marke. Und jedes war in einer anderen Richtung irgendwie ein bisschen problematisch. Naja, ich melde mich mal wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib meinem Video einen Daumen nach oben. Damit unterstützt du mich, damit unterstützt du meinen Kanal. Ich freue mich, dich in den Kommentaren wiederzusehen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.